Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forza Horizon 3 mit dem DLC Hot Wheels. Ja, wir haben das letzte Mal zwei Strecken ausprobiert. Wir müssen, um weiterzukommen, um neue Strecken freizuschalten, ein bisschen besser werden auf den Strecken, auf den beiden. Vor allen Dingen auf der ersten, wo wir eigentlich am Anfang ziemlich kläglich versagt haben. Deswegen bin ich direkt mal dahin gesprungen, um das Ganze nochmal neu zu probieren. Ich habe mir jetzt auch mal ein anderes Auto ausgesucht. Ich muss mal gucken, ob das alles so hinhaut. Der ist ein bisschen schwerer, aber dafür auch ein bisschen schneller und ein bisschen in der Beschleunigung auch besser. Wir probieren es einfach mal aus. Ich habe keine Ahnung, ob wir hiermit zurande kommen. Wir probieren einfach unser Bestes. Oh, hier fährt ein Porsche mit. Und auch gleich mal den Lack verschönern hier. So. Ich hoffe nur, dass die Kiste nicht zu schwer ist, sodass wir auch durch die Loopings kommen. Das ist schon der erste hier. Bitte, 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 bitte. Ja, das sah nicht schlecht aus. Da haben wir von hinten nochmal schönen Schubs damit gekriegt. Die Kurve ist geil. Oh oh, und jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier machen werde. Da sind wir. Boah, ja, so schon mal gar nicht. Da sind wir ja das letzte Mal immer schön links rausgeflogen aus der Bahn. Ich weiß noch nicht, wie ich hier gegenlenken soll. Boah, war das knapp. Leck mich am Arsch. So nicht, mein Freund. Jetzt haben wir diese Kackstelle gemeistert. Nee, wir müssen nicht nochmal da durch, oder? Oh, ich brech ins Essen. Wir sind in Position 3. Das heißt, mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück. Kriegen wir noch den ersten. Wir haben erst grob die Hälfte der Strecke hinter uns. Der fährt direkt vor uns. Da haben wir ihn. So, jetzt nur noch halten. Halten bis ins Ziel. Her. Aber meine Gegner sitzen hier im Nacken. Oh, jetzt kommt noch mal so ein Ding hier. Das ging aber jetzt. Schönes Auto. Hallo Dino. Und wir haben den ersten Platz. Frage ist jetzt, haben wir die 10.000 Punkte geschafft? Wir werden es gleich erfahren. Wir haben einen Erfolg gekriegt. Wegweiser. Meistern Sie eine Strecke, in der Sie zum ersten Mal, was? Okay. Sieht so aus, dem Erfolg nachzuurteilen, dass wir es auch geschafft haben. Aber um es genau zu erfahren, müssen wir jetzt auf das Endergebnis abwarten. Jetzt kommt erstmal noch das Wheelspin-Ding.
So. Das war wohl ein Kinderspiel für dich, oder? Naja, scheint wohl anders. Jawohl, wir haben es komplett abgeschlossen. Hier ist ein paar Medaillen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Sehr schön. Perfekt. Es ist nun Zeit, sich an die A-Klasse zu wagen. Das bedeutet größere Strecken, mehr Loopings, mehr G-Kräfte. Also festhalten, Boss. Ja, super. Das klingt ja ganz toll. Okay, alles klar. Das heißt, warte mal, wo haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt hier noch eine neue Strecke. Ne, das ist eine Löffelliste. Hier oben sind jetzt neue Strecken. Ozeangischt-Rundstrecke. Wir reisen mal dahin und gucken uns das Ganze mal an. Wir müssen jetzt hier aber nicht durch den Dunkeln, oder? Wo müssen wir denn jetzt? Achso, wir sind ja schon da. So, Veranstaltung einrichten. Okay, Mittel ist auch klar. Gewinnen Sie das Rennen und dann... Was denn jetzt? Geschwindigkeitsboost? Schalten Sie mal eine A-Klasse. Okay, alles klar. Gewinnen Sie das Rennen und 15.000 Fähigkeitswertungen hintereinander. Okay. Das ist jetzt ein A-Klasse-Rennen. Das heißt, wir könnten rein theoretisch hier den Monsieur wieder nehmen. X5M. Allerdings würde ich fast sagen 6,7. Ich würde fast sagen, was nehmen wir für ein Auto? Was nehmen wir für ein Auto? Alten Countach, aber der ist auch noch nicht umgebaut. Heckschleuder will ich, habe ich auch keinen Bock drauf. Der Mini ist mir ein Schritt zu langsam. Der Lotus Elise auch. Ich glaube, wir nehmen mal den A3 Sportsback. Probieren wir mit dem unser Glück. Jetzt bin ich mal gespannt. Was haben wir denn für Gegner? Alten BMW. Ich glaube, das ist ein Evo da, der Fischbote. Was ist denn wieder für ein Gedrängel hier, Freunde? Yeah.
Alter, wer kommt denn da so angeschossen? Das war aber auch eben ganz schön knapp. Was ist denn da los? Ich glaube, ich brauche was Leichteres hier. Die gehen mir hier in den Kurven zu sehr in den Drift rein, die schweren Kisten. Und dadurch ziehen die anderen natürlich ab. So ein Buggy wäre natürlich echt nicht verkehrt, glaube ich. Der Buggy wäre echt eine Alternative. Was auf die Straße geschmissen. Steilkurve. Ja, irgendwie. Ja, jetzt komme ich hier in Schwung. Da ist der Audi natürlich genial drin. Wenn er zieht, dann zieht er. Aber dafür verliert er halt in den Driftkurven sau viel Geschwindigkeit. Wenn ich da das Driften noch ein bisschen vermeiden könnte, wäre natürlich tausendmal besser. So, erster sind wir schon mal. Mal gucken, ob es so bleibt. Da kommt der Buggy wieder angeschossen. Boah, ey. Ich weiß nicht, was ich... Okay. Das Problem ist echt hier diese Kurven. Das hört man auch schön, dass der sich verdammt nochmal in den Drift reintritt. Und somit Fettgeschwindigkeit verliert. Brauche auf jeden Fall ein leichteres Fahrzeug, um hier was reißen zu können, habe ich das Gefühl. Dafür sind die Strecken hier einfach nicht gerade genug, damit ich hier mit dem Audi glänzen kann. Hier so leichte Kurven. Ist der Audi eigentlich fast unschlagbar. Das wird nichts mehr. Schade. Vierter. Na gut. Ja, immerhin drei Sekunden. Zwei Sekunden hinter dem ersten. BMW M4. Mal ein bisschen mehr Credits. Tja, das war nur Medaille 1. Schließen Sie das Rennen ab, ist so ja, wie in einem Arbeitszeugnis. Er hat sich stets bemüht. Ich, ob
man da jetzt als Vierter oder als Letzter durchkommt oder als Zweiter oder als Letzter, ist dann auch egal. Na gut. So, wir gucken mal. Ein schnelles Rennen können wir noch machen. Da wechsle ich aber dann wieder das Auto. Wir gehen mal hier nach unten und gucken mal, was das hier ist. Das ist ein Sprintrennen. Wir reisen auch direkt mal mit der Schnellreise hin. Kostet uns ja mittlerweile nichts mehr, weil wir im normalen Spiel eigentlich alles freigeschaltet haben, was freizuschalten geht. Das sieht mir nach einer saublöden Kurve aus. So, wir starten die Kampagne. Thrill City Turbo Speed, Turbo Sprint. So, jetzt nehmen wir aber ein anderes Auto. Das ist natürlich nochmal eine ganze Ecke schwerer. Das ist eine Heckschleuder da. Das ist eigentlich schon fast wieder... Wir könnten unseren kleinen Abarth nehmen. Der hat von der Beschleunigung... Ja. Nee, ich kacke jetzt mal. Ich kacke jetzt mal auf die, auf das Gewicht. Der ist um einiges noch besser noch als der A3. Wir versuchen es mal mit dem. Der ist nämlich auch nicht zu unterschätzen hier, der A4-Wand. Den hätte ich gern hier, den ersten. Ein Traum. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob man ihn vielleicht über die neuen Scheunenfunde bekommt in den Autos. So, der ist im Anzug hier auf jeden Fall schon mal eine ganz andere Hausnummer. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken, dass wir freie Bahn kriegen hier für die Loopings etc. Was ist das jetzt? Alter! Super! Ja, so viel Zeit habe ich nicht verloren. Hier hätte ich natürlich auch Zeit ausbauen können. So, der hängt nicht ganz so schlimm im Drift. Ey, diese Streckenführung hier! Jetzt weiß ich auch, warum hier manche mit Jeeps fahren. Was wird denn das hier? So, aufpassen jetzt. Nicht zu weit nach außen kommen. So. Hier ist nämlich wieder eine Seite offen. Ruckzuck bin ich wieder runtergefallen. Ich sehe es jetzt schon. Vor allem hier bei diesen Turbo-Geschichten. Bammel. So eine gute Idee war.
das hier? Da ist das Ziel, da ist das Ziel. Mach doch keine Scheiße jetzt vom Ziel. Oh, wir sind Erster. Wir sind Erster. Mit 3 Sekunden Vorsprung. Über 3 Sekunden. Sehr cool. Was mir die Pampelmusi schon wieder im Nacken sitzt hier. Das gibt's ja gar nicht. Das war der Wahnsinn, Boss. So gut, dass ich dir dafür 2 Medaillen gebe. Ob ich das kann? Ja, die natürlich. Ich bin dafür verantwortlich. 15 Drifts. Da hätten wir jetzt vielleicht doch eine Kiste gebraucht, die hinten ein bisschen rumgeht. Vor allem in dieser einen fetten Kurve da, in dieser blauen. Aber egal. Das erfordert hier auch alles auf dem Untergrund ein bisschen Übung. Also ich muss sagen, da tue ich mich im Moment noch ein bisschen schwer. Aber wir werden uns das hier noch ein bisschen angucken. Und zwar in der nächsten Folge. Es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ebenso, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, hier von Hot Wheels Forza Horizon 3. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut und ich sag tschö mit